Wir sind hier am Sacra Lopra auf Mallorca. Mit seinen 9,44 Kilometern und 7% im Schnitt ist er wohl nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der härtesten Anstiege auf der Insel. Wohl auch der Grund dafür, warum viele Profis und begeisterte andere Radsportler ihre Bestzeit in diesen Berg brennen wollen. Die schnellste Zeit hat der Brite Ed Laverick. Mit 24 Minuten und 36 Sekunden ist er den Anstieg hinaufgestürmt. Und wir versuchen jetzt mal, den Anstieg noch ein bisschen schneller hochzufahren. Und dazu haben wir eine richtige Rasselbande mitgebracht, oder? Das ist unsere Rasselbande. Servus Leute, und mit dieser Bumstruppe werden wir jetzt versuchen, diesen Korn heute anzugreifen. Es gibt Ideen, die sind wahnsinnig klug, und dann gibt es welche, die sind einfach nur wahnsinnig. Als wir unseren GCN-Kollegen von unserer Idee erzählt haben, den legendären Sacra Lopra KOM auf Mallorca anzugreifen, waren die sich allerdings relativ einig, diese Idee und ihr seid wahnsinnig. Wahnsinnige Ideen lieben wir bei GCN, und deshalb besteht unsere Truppe heute aus Alan und Brambo aus Bella Italia, Hank und Manon aus Großbritannien, Florian aus Frankreich und MC Bernard aus Spanien. Ach ja, und die beiden Deppen, die machen auch mit, Tobi und Richie aus Deutschland. Die Zeit, die es heute zu schlagen gilt, steht bei 24:36, und natürlich hätten wir alleine keine Chance. Und deshalb werden wir uns zusammentun als Team GCN, den Tacho nacheinander übergeben und den Anstieg in 8 Teile, also einen pro Presenter, aufteilen. So, I just visited my part of the climb. I think the tarmac is good today. So, we are ready to smash the KOM. Okay, ready. I'm the first. I need to improve the speed max as possible to give this wahoo to Hank, and he can continue my effort, my really short but powerful effort. Ready to go. I'm Giorgio from Italy, 100 kilos of rage. My strength is that I can eat this stuff in less than 30 seconds, and I have 1800 peak of power. But my weakest point is that I'm really sensible to gravity acceleration. Den Anfang macht also Big Brambo aus Italien. Sein Spezialgebiet ist Gebäck, und er übergibt nach einem kurzen Sprint den Tacho an Hank, the Tank. Nickname Hank, age 30, weight 70 kilograms, weakness, pain, strength, I don't think I have one. Hanky Panky ist also der Nächste und bringt das Team hoffentlich auf Bestleistungskurs, bevor er den Tacho an Florian aus Frankreich übergibt. At the end was brutal, eh? From 100 BPM to under 90 BPM in less than 1 minute. Pa-pam! Florian ist unser Pedaleur du Charme und deutlich schneller, als er aussieht. Ed Laverick hat keine Chance, und der Nächste in der Reihe, Alan, hoffentlich gute Beine. Alan Marangoni, 38 years old, 85 kilograms. My strength is a big stamina. My weakness is that I love to complain too much. Ich bin 5,5 Kilometer vor dem Gipfel von Sacra Lopra entfernt und warte jetzt hier auf Alan oder Florian. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Von da werden sie irgendwo hier hochkommen. Also ich kann sie einsehen und mich dann bereit machen. Und dann ist, bin ich dran und muss dann 1,5 Kilometer Vollgas fahren. Und dann wartet schon Richie auf mich. Und ich denke, der wird auf jeden Fall nochmal Zeit für uns GCN-Team rausfahren. Ich bin aber echt gespannt, ob wir es schaffen werden oder nicht. Tobi, wie du siehst, es ist Alan. Und jetzt gib Gas, ich warte. Meine Schwäche, ganz klar die Schnellkraft. Also für einen Sprint bin ich nicht zu gebrauchen. Dafür habe ich immer das sauberste Rad am Set, deswegen habe ich mir ein paar Kleenex-Tücher geschnappt und werde die Räder der Jungs und Mädels auch noch mal ein bisschen sauber machen. Danke dafür, Tobi. Der Colnago-Rahmen strahlt jetzt also weiß wie deine Beine. Es kann nur laufen. Und wenn ihr mich fragt, sieht Tobi auch richtig schnell aus und macht sich mit ordentlich Zug auf dem Pedal auf. Zum Nächsten in der Reihe, der oben zugegebenermaßen ziemlich aufgeregt gewartet hat, meiner Wenigkeit.
Ich bin Richie, 26, 75 Kilogramm schwer. Meine Schwäche? Ich habe keine Ahnung von Fahrrädern. Aber dafür bin ich braun gebrannt wie ein Italiener. Und mit dieser Leidenschaft fahre ich auch Rennrad. Joa, dann lass mal sehen. Oh, ich glaube, das waren mit die ekelhaftesten 3 Minuten, die ich jemals gefahren bin. Ich habe richtig Blutgeschmack, aber Richie sah richtig motiviert aus, das Ding noch mal ein bisschen auszubauen. Ich weiß nicht, wie die Zeit war, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Die anderen Presenter sind auch stark. Und Männern am Ende, die sprintet das Ding rein. Wir sehen uns oben. Yeah, I'm waiting for Richie at the beginning of my segment, 1.5 kilometers, the steepest part of Sacalobra, to the bridge where Manon is waiting for me to do the last 500 meters. And I'm doing the classic Spanish warm-up, so working on my tan lines. And yeah, could be a good time for a siesta. Yes. So, jetzt aber Schluss mit der Siesta. Du bist dran, Bernard. I'm Bernard, presenter of GCN in Espanol, and my strengths are I can fall asleep in less than 1 minute, and I can drink a lot, and not just water. My weakness? I don't know. Weakness? What is this? Jo, also eine sehen wir direkt, Brille wegpacken, das geht anders und schneller bei Bernard, aber ansonsten ist der Junge gut drauf und bereit, den Tacho an Manon zu übergeben. My strength is being able to identify a good cup of coffee, and my weakness is riding up hills. Nicht die allerbesten Voraussetzungen also für unsere Schlussfahrerin Manon. Aber wie wir sehen, gibt sie wirklich alles. Stellt sich nur noch die Frage, erreicht das am Ende auch für die Bestzeit? Noch ein letzter Tritt und Manon fährt sichtlich erschöpft über die virtuelle Linie des Sacalobra KOMs. Manon, wir sind stolz auf dich und hoffen, Strava ist das am Ende auch. So, und jetzt ist auch mal gut mit meinen Kommentaren. Meine Damen und Herren, genießen Sie das, was wir Radler am meisten genießen, anderen Radsportlern beim Leiden zuzusehen. I don't know if we did it or not. Also Richie, meine Lunge, die brennt noch ganz schön nach der Leistung hier hoch. Also ganze 3,5 Minuten bin ich gefahren. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Männern, was ist die endgültige Zeit? 25.40. Oh. Ey, ganz ehrlich, das war, also ihr wart es halt, ne? Also wir beide haben richtig abgenommen. It was your fault. Also Leute, ne, ich will ja nichts sagen, aber die beiden deutschen Presenter hier nochmal herzlichen Glückwunsch, Tobi. Die haben richtig abgeliefert. Der Rest, naja, nein, Spaß beiseite. Es hat richtig Bock gemacht. Jeder hat hier sein Bestes gegeben am Anstieg. Wir sind knapp daneben gelandet, aber die Männer hat immerhin ja, die Krone für die Frauen den Sacalobra Climb hochgeholt. Und das ist doch auch schon mal was, oder? Ja, auf jeden Fall. Und die Leute sollen es wieder flaggen, wenn es noch öffentlich ist. Und meine Frage wäre, wärt ihr schon mal Sacalobra hochgefahren? Wart ihr schon mal auf Mallorca zum Radfahren? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, oder? Auf jeden Fall einen Daumen nach oben. So, und dann fragen wir nochmal hier. Wie fandet ihr es? Gut? Gut. Sehr gut. Alles klar. Macht's gut. Jägermeister. Ciao. Wunderbar. Oktoberfest. Wunderbar.